Liebe Freunde, liebe Zuschauer, dieses Jahr ist alles anders, genau wie unser geliebtes Weihnachtsfest. Trotz dieser Umstände wollen wir den Mut nicht verlieren, sondern gemeinsam mit euch Weihnachten feiern. Wie? Schaut mal, man hat uns nicht vergessen. Man hat uns Geschenke zukommen lassen. Seid ihr genauso gespannt wie wir, was drin zu finden ist? Lasst uns gemeinsam die vielen Geschenke auspacken und sehen, welche Überraschung uns da erwartet. Meine Kerze spricht von der Erwartung. Ich warte auf dich, Herr Jesus Christ, und weiß, dass du ganz nahe bist. Du klopfst an meine Herzenstür, ich höre es und öffne dir. Gott schickt uns seinen Sohn in die Welt, damit du und ich gerettet werden können. Welch ein großer Plan. Maria wird Mutter und Josef wird Vater. Ich glaube, die beiden konnten sich diesem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen, was alles sie erwarten würde. Meine Kerze spricht vom Glaube. Herr Jesus Christ, ich sehe dich nicht, doch bist du da, wie dieses Licht. Und wenn auch niemand es versteht, wer glaubt, begreift dich im Gebet. Meine Kerze spricht von der Hoffnung. Ein Mensch, der ganz verzweifelt ist, fürchtet, dass Gott ihn vergisst. Ich sag ihm, dass du an ihn denkst und Mut und Hoffnung singst. Meine Kerze spricht von Liebe. Das Kind Gottes jener heiligen Nacht hat Gottes Liebe uns gebracht. Gottes Liebe ist so groß, sie lässt auch deine Hand nicht los. Maria gebar in jener Nacht das Kind, was uns den Sieg brachte. Welch eine Freude! Welch ein Trost für alle diejenigen, die sich für ihn entscheiden. Ein kleines Kind im Arm, das jetzt noch gar nichts kann, das noch die Welt.
und hat durch Gottes Kraft den Weg zu uns geschafft. Ein Kind wie jedes Kind, das noch so klein beginnt und hat durch Mann, jetzt fängt er an, weil Gott die Welt unendlich liebt, sandte er Jesus, seinen Sohn, auf diese Erde. Er ist der Grund, dass es jetzt Hoffnung gibt, dass Gottes große Pläne in Erfüllung gehen, weil Gott die Welt unendlich lieb, sandte er Jesus, seinen Sohn, auf diese Erde. Er ist der Grund, dass es jetzt Hoffnung gibt, dass Gottes große Pläne in Erfüllung gehen. Dass Gottes große Pläne in Erfüllung gehen. Schau mal, hier gibt es noch ein paar Geschenke. Machen wir welche auf. Meine Kerze spricht von der Freude. Gott hat in jeder heiligen Nacht die Freude in die Welt gebracht. Und gehen auch unsere Kerzen aus, die Freude bleibt in unserem Haus. Meine Kerze spricht von Frieden. Gott kommt mit unhörbaren Schritten und bringt der Welt den Frieden. Das Leben wäre so wunderschön, wenn alle Menschen sich verstehen. Was für ein Fest veranstaltet der Gott im Himmel. Alles singt, alles jubelt, alles spielt. Schau mal, hier habe ich noch ein Geschenk. Meine Kerze spricht von Dankbarkeit. Gott hat mir schon so viel gegeben. Ich danke ihm mein ganzes Leben. Mein Herz ist froh und lacht und singt, damit mein Dank im Himmel klingt. Lieber Gott im Himmel, wie dankbar können wir heute sein, dass du deinen geliebten Sohn auf diese sündige Erde geschickt hast, damit wir eine Chance haben dürfen, gerettet zu werden und mit dir zusammen sein. Hallelujah.
Meine Kerze spricht von der Gastfreundschaft. Wie Josef und Maria mit dem Kind heute viele auf der Suche nach Herberge sind, öffnet Herz und Hand den Armen und Alten. In ihnen will Gott Herberge bei uns halten. Meine Kerze spricht von der Vergebung. Streit, Krieg, Bosheit, Hass sind für uns eine tägliche Last. Du befreist uns und schenkst uns deine Huld, denn auch wir vergeben anderen die Schuld. Du, Herr, befreist uns von allen Last, schenkst Frieden in unsere Herzen. Ja, Herr, wir dürfen uns wohlfühlen in deiner Gegenwart. Du bist ein Balsam für unsere Herzen. Danke dir dafür. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns Jesus gibt, dass er uns Jesus gibt, seinen einzigen Sohn für uns alle gibt, dass er uns Jesus gibt, dass er uns Jesus gibt, seinen einzigen, einzigen, einzigen Sohn, seinen einzigen Sohn für uns gibt. Dass er uns Jesus gibt, dass er uns Jesus gibt, seinen einzigen, einzigen, einzigen Sohn, seinen einzigen Sohn für uns gibt. Gottes Sohn kommt auf uns zur Erde. Unglaublich! Oh, ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Boah, das ist ein Wunder. Kommt, das müssen wir unbedingt weitererzählen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er uns Jesus gibt, dass er uns Jesus gibt. Seinen einzigen Sohn für uns alle gibt, dass er uns Jesus gibt, dass er uns Jesus gibt. Seinen einzigen, einzigen, einzigen Sohn, seinen einzigen Sohn für uns gibt. Seinen einzigen Sohn für uns gibt. Seinen einzigen Sohn, seinen einzigen Sohn. Seinen einzigen Sohn für uns gibt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Oh, ich sehe, wir haben hier noch ein Geschenk. Lass uns das aufnehmen in unsere Herzen. Meine Kerze spricht von der Wahrheit. Ich glaube an dich, Herr Jesus Christ, dass du der Weg und die Wahrheit bist. Wer auf dich baut in seinem Leben, wirst du ewige Freude geben. Zu diesem besonderen Weihnachtsfest wünschen wir, dass Gottes Herrliche über uns aufgeht und wir alle das wunderbarste Geschenk im Herzen empfangen können. Denn dann und nur dann ist wirklich Weihnachten. Sagt es gemeinsam mit uns, wie ein Jesaja im 16. Kapitel, den Vers 1 und 2, gesagt hat. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde, und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint. Über dir, das wünschen wir allen von Herzen. Amen.
Der uns den Frieden bringt und regiert für alle Zeit.